Jo, unterwegs auf dem Hörertal Ultra Trail, der Thüringer Wildsau. Und meinerseits, es schneit. Genial, heute der 29. Richtig, gleich nur an der Blässe. Boah, der Junge geht ab heute, wie ein Zäpfchen. Herrlich, endlich mal ein Ungleichgewicht. Jo. Gleich kommt der hervorragende Aussichtspunkt. Winterlandschaft pur mit Hindernissen. So, Burgblässe erreicht. Ich glaube, 300 Höhenmeter haben wir jetzt gemacht innerhalb von kürzester Zeit. 3 Kilometer, 300 Höhenmeter. Das sind Zahlen, das sind Fakten. So, herrlich. So, wir sind hier oben. Da sind wir. Herrlich. Wie gesagt, wir sind die Ultratester. Sebastian und meinerseits. Und das Ding ist geil. Guckt euch das an. Letztes Mal im Dunkeln. Okay. Das muss mit in den Kasten hier. Da unten sind wir hergekommen. Da unten vorhin. Und nicht allzu langer Zeit. Hobby. Erster Highlight der Tour. So kann es weitergehen. Glück auf! Und jetzt geht es erstmal wieder bergunter dahin. Setze ich den Hebel und hier hinten und dann hinten hoch und dann geht es Richtung Lengenfeld und am Stein. Hier oben sind wir so glatt liegen. Ja, Wetter ist wieder super gut. Wie letztes Mal vor 3,5 Wochen war auch hier leicht gezuckert, aber heute ist es besser. Toppi, so kann es weitergehen. So, 10 Kilometer haben wir schon. Jetzt mal Lengenfeld und am Stein. Und hier runter, left, und Wetter ist geil, wie immer. Und die Blutkomm wirkt, Zähne tun nicht weh. Ui, der VP kommt bald, das war im geliebten Eichsfeld. So, ist ja die Bahn, so einen sogenannten Kanonenbahnlauf einmal im Jahr. Und hinten, wo es in den Wald geht, dann kommt der erste VP, Alexander. Und bis jetzt können wir die Strecken genießen, gell? Alles gut. Jo. Also als Ultratester muss ich sagen, der Lauf eine glatte 9 von 10 Punkten. Gut, für heute werden wir nicht die komplette Strecke laufen. Aus zeitlichen Gründen und gesundheitlichen Gründen ist das nicht möglich. Aber trotzdem, geil. Jetzt sind wir genau unter der Brücke. Müssen wir hier links hoch. Geht nicht. So, wir sind jetzt hier oben. Wir haben schon ordentlich Höhenmeter gemacht, 800. Schnee. Da hinten geht's lang. Herrlich. Läuft heute. Wäratal Ultra Trail. Toppi. Schöne Geschichten hier. Während sie es wird. Alt und jung. Oh, bis wir das Wetter hinter uns nicht wünschen können. Vielleicht 1-2 Grad noch kälter. So, Kloster. Die Klosterzeiche von den Mönchen. Ja, da hinten geht es wieder in die Berge. Was wir abgebaut haben, das bauen wir wieder auf. Das heißt, Frage, nächste Frage. Klosterklause, ja. Hinten kommt dann auch Katharinen, Textblumen, bla bla bla. Mal sehen. Klosterzeller ist das ja. Aber schön. Wo wir liegen, trifft hier gleich noch was. Unsere Bäume, Berge, Schnee, wir sind gleich wieder in Snowboards. Jetzt sind wir hier auf einer Plattform.
total genial. Ein bisschen Sicht haben wir. Top. Sebastian, es läuft wie geschmiert. Wie geschnitten Brot. Der Honig läuft. Oi. Freunde, herrlich. Ist da. Toppi. Oh, geil. Oh, super, herrlich. Und jetzt guck mal verlaufen. Nee. So, jetzt sind wir das Borderland. Hier an die Grenze. Grenzlandweg. Jo. Der Himmel hat sich aufgetan. Schneller hat er hin. Hin ist der Grenzturm. Ah, jetzt rüber in Thüringer Wald. Läuft. Vielleicht kein Berg mehr, geht jetzt nur noch runter. Leicht wellig. Top. Jo. Ernst, was willst du mehr? Oh, das hätte ich ja heute nicht gedacht. Auf diesem Werratal Ultra Trail, dass wir heute nochmal so ein richtig geiles Wetter kriegen. Da drüben ist der Heldrastein. Jetzt geht es nur noch bergab. Bonus. Oh, herrlich. Traumwetter, Traumtrails. Werratal Ultra Trail. Einfach genial, das Ding hier. Trailroad, ja. Kann man sagen. Nicht ohne, aber schön. Kalt, hart, schön. Wie man bei der Woche eigentlich auch sagt, würde ich sagen, gibt es heute auch ein bisschen treffend. Aber man kann wieder sich erholen, auf gewissen Strecken teilen. Das Schöne, und die Landschaft entschädigt, auf alle Fälle, macht so viele Highlights hier, würde ich dir empfehlen. Da kommt wieder so ein kleines Bonusteil, optisch, auf die, oh, geil, ist das Werraland, ist das schön, wow, hinten ist der Thüringer Wald, Heldrastein, das ist gemein. Da unten müssen wir dann hin. Da unten ist der Ort. Da, Ziel. Alles klar? Okay. Ah. Jetzt geht's zum Agenten, zur Agentenschleuse. Und da ein Trail. Vom Feinsten natürlich. Muss man aufpassen heute. Schlammig. Ohne Ende. Schlammtastik ist das hier. Aber der Trail ist echt geil. Premium. Hier wurde der Austausch zwischen Ost und West getätigt. Oder besser gesagt, von Ost nach West. Ja. Da ist er. Die Schleuse. Richtig was los hier, moin. Agentenschleuse. Und der erste Agent. Schon geschichtsträchtig, oder? Da ist Agent Nummer 1. Grenzblick.
in der deutschen Geschichte. Wir müssen da oben an wieder lang. Wir können auch hier so rüber. Okay, alles klar. Ja. Schönen guten Tag. Wir sind jetzt hier in. Oh, das ist mein Gedächtnis lässt noch. Heldra. Da oben ist der Heldra-Stein. Da oben ist die. Ah, ist das die Kreuzburg? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Und wir haben unser Ziel erreicht. Gibt zwei heiße Würstchen. Traumhaft hier. Wie gesagt, Premium, die ganze Geschichte hier. Das war jetzt nicht. Noch ein paar Meter da vorne. Ziel. Sind auch geschafft. Okay. Dann sagen wir mal. Ja, was heißt, sag du mal ein Wort, Schlusswort hier. Ich will auch das Abschluss. Hat sich auf jeden Fall die Reise, die Strapazen. Scheiß Corona-Jahr, sportlich für uns ja, alles top gelaufen. Und heute sind wir mal die Krone aus, ne? Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.